Wir spielen Ranked. Ah, man hört mich gar. Doch, 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 man hört mich, man hört mich, man hört mich. Ich habe zwar OBS jetzt auf die Schnelle nicht umstellen können, aber wir spielen gegen Leon und der hat Bock, im Ranked gegen uns zu spielen. Da sage ich nicht nein. Boah, da muss ich mich jetzt aber trotzdem anstrengen. Konzentration. Leon von Bonjour. Man kennt ihn. Ihr kennt ihn. Ich kenne ihn, wir alle kennen ihn. Und ich muss rüber gucken, was er baut. Das ist wichtig. Nicht, dass wir überrascht werden. Von irgendwelchen frechen Aktionen. Erbüß liegt mir eigentlich, aber die Nervosität ist da. Ich bin auch noch nicht warm gespielt. Deswegen, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Na komm, gehen wir auf Ressourcen, die sind teurer. Baut noch keinen Sniper. Weiter Druck. Upgrade Center. Druck. Ich sehe noch keinen Sniper im Bau. Immer noch keinen Sniper. Immer noch keinen Sniper. Okay. Eins und zwei. Jetzt hat er einen Sniper. Oh, habe ich damit überhaupt einen Winkel? Mal sehen. Die können gleich ja schon ins Upgrade. Das ist sehr nice. Kann der verbinden? Please. Danke. Optimierungszentrum kommt jetzt auch bei Leon. Ich bringe hier noch einen Sniper. Ready. Upgrades, Upgrades. Jetzt brauche ich eine Batterie. Vielleicht ein bisschen Schutz hier. Boah, ich bin mir unsicher, wie hier nochmal eine vernünftige Stability Tech geht. Deswegen lassen wir es erstmal so. Gehen hier für eine Tür, hier für eine Tür. Gehen hier für ein Upgrade. Und machen schon mal Druck. Hat er da ein Schild drin? Die sind raus. Die ist auch raus. So. Okay, die beiden sind auch weg, sehr wichtig. Okay, wo hat er die Schrotflinte drin? Da war irgendwas. Ja, ich glaube, da war sie drin. Dann nehmen wir da einen Sniper raus. Gerade läuft's. Gerade läuft's. Noch ein Windrad. Kommt wieder eine Flak. Kommt wieder eine Flak. Flak ist raus. Wir müssen die Verbindung kappen. Hier ein bisschen mehr Schutz. Ja, ungefähr so. Das sieht ganz gut aus. Noch eine Mine. Oh, er hat geklaut. Er ist Spion. Okay. Oh, damn it. Okay, dann machen wir das hier so, so, so.
So und so. Und verteidigen unsere Windturbinen besser. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Schrotflinte kommt. Ich habe selber noch keine aktive. Deswegen, ja, mal sehen, ne? Da kommt sie nicht, da unten kommt sie nicht, sie kommt da. Sie kommt tatsächlich da. Oh. Das war die Schrotflinte. So, jetzt kann ich hier runterbauen. Und wir haben den Kill. Das war eine meiner besten Runden tatsächlich. Auch für Büster lief alles ziemlich clean. Ja. Nice. Mal sehen, vielleicht will er noch eine. Würde ich feiern. Er dürfte nicht so viele Punkte verlieren. Ich bin Rang 7. Und ja, er will nochmal. Dann let's go, meine lieben Freunde. Ah, die müsste ihm liegen. Die haben sie doch geübt, zusammen mit Salzwerk. Die müsste ihm doch liegen. Eine Mine wird gebaut. Vorher einmal die Tag. Erstes Problem ist immer der Strom. Später sind die Probleme dann immer das Metall. So, das hier weg. Gucken. Laser Rush, it is. Weil er ist auch Spion. Und würde sonst alles sehen. Wir gehen erstmal für noch eine Mine, ne? Nee, Quatsch. Wir gehen für die Storages. So. Ah, da können wir auch direkt an die Wand. Stability Tags einziehen, hier unten. Die Dreierstrebe. Nehme ich bis hierhin mit, um hier die Vierer zu ziehen. Dann nehme ich die Dreierstrebe nochmal mit und ziehe da eine Vierer rein. Und hier nochmal eine Dreier. Das gibt gut Stability. Der Stahl verkauft. Jetzt heißt es warten. Ein bisschen viele Nodes platziert, ein bisschen viel Stability. Das ist eigentlich nicht nötig, bevor wir nicht die Tech platziert haben. Aber was soll's. Ich versuche die Tech mal zu verstecken, sodass er sie nicht kommen sieht. Das heißt, wir platzieren direkt dahinter einen Gunner oder einen Sandsack. Dafür müssen wir aber 250 Energie warten. Das heißt, dauert 2 Sekunden. Oh, er ist vor mir. Ich habe doch zu viel Schund gebaut. Okay. Mal sehen, ob er es kommen sieht. Okay, wir ziehen auch. Ach komm. Einmal die Stability hier ein. Platzieren eine Büß. Und verkaufen dann die Tech. Können dann noch eine Mine platzieren, das ist wichtig. Und eigentlich dann direkt noch eine. Schade, das kann ich nicht verbinden. Jetzt noch ein Windrad. Da kommen die Cannonboxen. Nein. Habe ich zu hoch oder zu tief geschossen? Der ist ja noch besser. Ich brauche hier noch eine und noch ein Windrad. Okay. Ja.
Da ist jetzt beides tot. Kann damit verkauft werden. Den wir leider nicht abreißen lassen. Leon ist auch mittlerweile ein guter Spieler geworden. Da dürfen wir nicht halbherzig an die Sache rangehen. Ich hätte es mit Tiny Doors bauen sollen. Habe ich jetzt leider vergessen. Das bauen wir anders. Das bauen wir so. Darunter vielleicht nochmal Storage. Da kommen die Kanonen. Kanonen kann ich theoretisch relativ klassisch verteidigen. Klassischer Woodspam. So, so, so. Wieder eine Dreierstrebe hier drunter. Wieder eine Dreierstrebe da rein. Hier noch ein bisschen Schutz. So, und dann können wir hier Türen noch bauen. Mal gucken, ob er die hinter Schilden versteckt. Sollte er. Ja. Sandsäcke sind sehr schwer, aber vielleicht gar keine schlechte Wahl. Oh, wir sind ja schon fertig. Oh shit. Warum kann er nicht schießen? Deswegen. Gucken mal. Schwachstelle, Kern. Hat ein Schild, aber nur oben. Boah. Eieiei. Das war close. Das war close. Richtig, Santa Claus war das. Close, close, close. Okay, dann die kurzen. Hintergrundholz. Das Windrad ist tot. Okay. Ich muss ja auch so ein Schild ziehen, so einen kleinen Schutzschild. Warte. Wie zieht man den denn am besten? So. So, ne? So, aus der Hüfte. Sniper raus. Das ist einfach frech. Ah, das ist vom Winkel her einfach schlecht, weil... Ja, mein Schuss ist quasi zu hoch. Egal. Bauen wir einen neuen. Hier Vordergrundholz vor, dann kriegt das alles weniger Schaden. Wir brauchen nur eine Mine. Und hiermit sollte ich Schaden anrichten. Haben wir gemacht. Blauen, platzieren eine Mine. Bisschen extra Storage. Ich muss noch einmal rüber gucken. Okay.
Ja, das könnte jetzt ein Kill auf die Cannon sein. Aber er trifft zum Glück nicht. Wir brauchen hier eine Tür mehr. Ressourcen. Please. Genau auf Türhöhe. Hui, hui, hui. Hui, war doch offen. GG. Das war nice. Sehr zufriedenstellend. Aber er hat es sehr gut gespielt. Holy shit. Ich bin richtig im Schwitzen. Also das hätte ganz anders ausgehen können. Aller Schwede. Leon, falls du das siehst. Krass. Nicht schlecht. Damit kannst du dich schon sehen lassen mit so einem so einer Skill-Demonstration. Damit hast du es mir auf jeden Fall schon mal gezeigt. Okay, Schilde sind aus, auf dem Kern, aber ich habe keine Energie. Ist knifflig. So ganz ohne Energy. Jetzt sind seine Schilde wieder angegangen. Aber wow. Wow, wow, wow. Was halten wir denn, wenn wir davon hier ein paar Mörser zu bauen? Keine Ahnung. Ich ziehe einfach irgendwie Streben in der Hoffnung, dass es mehr Stability bringt. Dann warten wir, bis unsere Sachen alle fertig sind. Okay. Hier müssen wir leider einmal umbauen. Weil uns da das Spiel nichts mehr platzieren lassen will. Upgrade Center schadet auch nicht. Und dann einmal hier bitte reparieren. Gehen wir für zwei schwere Mörser, die sollten ordentlich was kaputt reißen können. Wir bauen nichts wieder auf, Leon. Nein, das machen wir nicht. Wir warten jetzt auf das unvermeidliche Ende. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch tun. Warten. Damit, bis ich meine Schilde ausmachen kann. Das Schild auch weg. Da kommt nochmal ein Schild. Das Schild kommt weg. Wir bauen uns nicht wieder neu auf. Neu aufbauen hassen wir. Wir lassen alles so, wie es ist. Bitte, bitte, bitte. Er hat schon eine Menge Ressourcen. Das kann ich ihm gar nicht verdenken. Oder absprechen, viel eher. Jo. Wir bauen uns nicht wieder auf. Wir hassen wieder Aufbaugeschichten. Bleibt alles kaputt. Ja? Versprochen?
Stückchen kürzer, damit dieser Gunner da getroffen wird. Schon ein Stückchen zu kurz. Uiuiui. Ein bisschen hoch. Oh, dann können wir nochmal schießen. Dann müssten wir eigentlich sogar fast den Kern treffen. Schieß nochmal. Komm, die schießen rüber. Wir klauen nochmal. Stückchen tiefer, ja, sehr nice. Die Schilde machen Disco an und aus, an und aus. Ah. Und drüber damit. Ja. Ja, das war es leider wirklich. Also ist keine Übertreibung. Die Cannons am Anfang, das war schon aller Schwede. Dritte Runde. Let's go, der Hase läuft. Ab in die dritte Runde. Es ist Hilford. Wir bauen Hilford so um, dass es quasi ist wie Standard. Dafür bauen wir quasi alles ab. Das hier kommt alles weg. Das hier kommt auch weg, diesmal. Und jetzt bauen wir hier unsere schöne Dreier Stability Tag ein. Genau, er ist wieder Spion. Wir haben jetzt unseren Storage. Wir gehen auf 3 Minen oder bleiben auf 3 Minen. Ja, wir hätten eigentlich noch ein zweites Windrad bauen sollen am Anfang, early. Early. Er baut hinten Zweierstreben, okay, ein bisschen weniger Stability und verkauft direkt alle Streben für Minen. Ja. Er floatet, Munitionsfabrik kommt. Wie kriegt er das hin? Ich spiele das eigentlich ziemlich perfekt, aber, also jetzt gerade nicht, aber... Aber holy shit, er ist zu schnell, er hat eine Mine mehr. Oder er hat die hinten platziert, das kann natürlich sein. Oder er hat... Das hat er anders? Der hat nichts anders gemacht. Ich verstehe das nicht. Manchmal bin auch ich etwas verloren. Aber jetzt erstmal 3 Minen. Eine schöne Ressourcenversorgung ins Haus holen. Bevor wir dann den Howitzer gleich platzieren. Falls wir den überhaupt platzieren. Doch, ich denke schon. Ich denke, wir schälen den mit... knapper Kraft hier drüber, um ihn zu Fall zu bringen. Dafür brauchen wir natürlich noch die Storages. Wir haben jetzt 3 Windräder, das sollte reichen, um den Stromhaushalt voll zu kriegen. Und 5 Minen, das sollte wiederum reichen, um den Ressourcenhaushalt voll zu kriegen. Ja. Ich warte nochmal mit Stability Tag. Baue mich erstmal so hoch. Bereite den Spot vor. So, Windturbine. Er baut als erstes eine Cannon, ne? So, jetzt sparen wir eigentlich die ganze Zeit. Er ist schneller. Kanone, ja, das ist aber okay. Wir haben, glaube ich, hier ein bisschen Zeit rausgeholt. Weil wir auf Howitzer gehen, haben wir hier natürlich weniger.
Mal sehen, ob er es kommen sieht. Aber nach dem Howitzer jetzt erstmal Stability und Defense, weil die Kanone ist vor meinem Howitzer fertig. Auch generell deutlich schneller im Bau. Ups. Und dementsprechend würde ich hier erstmal auf Defense setzen von den Sachen, die wir haben. Okay, er geht zweite Waffe, Howitzer. Ich würde hier einfach nochmal Holz verballern. Das hält einen Kanonenschuss aus. Und dann ballern wir hier so Holz vor. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Reicht. Winkel. Reicht. Nice. Ja, mein einziger Vorteil ist noch der Game Sense aus wirklich jetzt mittlerweile jahrelanger Erfahrung. 2 Jahre. Oh, er baut sogar den Trench, den ich immer baue. Junge Leon, du willst mich doch ärgern. Ich muss schon mal ein Schild bauen. Woher können sie das? Geben sie es zu. Aber die kosten viel. Ich glaube, er hat noch keinen Howitzer. Ne, da sind die Windturbinen, da drüber ist die Kanone. Dementsprechend alles gut. Das war nur ein Schild. Das ist uns egal. Ressourcen. Ein kürzeres Schild. Okay, er bereitet den zweiten Spot vor. Ich kann den Howitzer noch nicht schießen, wegen den ganzen Gunnern. Damn, das gibt's doch gar nicht. Weltmörser. So, jetzt kann hier schon mal eine Tür rein. Howitzer wurde platziert. Okay, das heißt auch, ich muss mich gleich um Defense kümmern. Habe ich nur eine Tür drin? Nee, ne? Nee, nee, nee. Okay. Zu hoch. Der war drin. Und tiefer, noch ein Sniper. Okay, volle Power. Oh, damit, wir brauchen Howitzer Defense. Die Howitzer sind da. Gunner sind da. Leon, mach mir das Leben doch nicht so schwer. Das tut doch nicht Not.
Ja. Gunner sind raus. Ui. Okay. Leon. My boy. Oh, ich muss mir Windräder platzieren. Er ist Windräder. Windräder. Nein! Oh mein Gott, Leon! Leon, nein! Oh, Leon hat mich so genatzt! Scheiße, der Baitmörser, so stark! Alter, GG! Wunderbar gespielt. Oh mein Gott. Hätte ich natürlich nicht verlieren dürfen, aber ist auch nicht schlimm, dass ich es verloren habe. Ich hoffe, er freut sich. Ich hoffe, er freut sich. Darauf habe ich gewartet. Das war sehr schön gemacht. Wir schauen uns das nochmal an. Ich hätte mit der Kanone bereit sein müssen. Ich hätte mit der Kanone bereit sein müssen. Wow. Er bringt die Bait-Mörser. Ich hatte hier oben dann zu wenig Mörser. Gunner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Das hier ist eigentlich noch alles okay. So, dafür war der Woodspan da. Alles okay. Fehler war, ich habe hier nicht stabilisiert. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Ja. Sehr stark gemacht. Sehr stark gemacht. Hilfort killt mich doch immer und immer und immer wieder. Schade, ich hätte mit den Büsses hier auch besser arbeiten können. Da hätte ich einen Kill landen können. Also Büss. Büss. Kennen. Aber ich kriege die Howitzer nicht verteidigt. Das ist wirklich ein riesiges Problem von mir. Also, die Baitmörser, die nutzen mich ein aufs andere Mal. Vielleicht muss ich auch nochmal ein Nachbild üben. Das heißt, dass die Kanonen und der Howitzer weiter hinten sind. Wir schauen mal. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönes Match gegen Leon. Schaut bei Bonjour vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.